Das Bundeswehrdienstkreuz wird am Tag der Deutschen Einheit, sprich am 3. Oktober 2020 dieses Jahr, wieder an 15 Personen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Mit dabei soll unter anderem der Virologe Christian Drosten sein. Zwar waren die Aussagen von Drosten nicht bei allen Deutschen gleichermaßen gut angekommen immer, doch Drosten habe trotzdem wichtige und international anerkannte Dinge zur Corona-Krise beigetragen. Die Übergabe der Auszeichnung soll im Schloss Bellevue stattfinden. Neben Drosten erhalten das Bundesverdienstkreuz auch noch Ex-Fußballer Hitzlsperger und Pianist Levit.